Noch 34 Tage bis Weihnachten und anders als in anderen Jahren geht es heuer weniger um die Frage, was man schenkt, sondern mehr darum, wie man diese Geschenke den Beschenkten überhaupt geben kann. Corona wird also auch zu Weihnachten eine Rolle spielen, so viel lässt sich schon sicher sagen. Um Weihnachten zumindest im engsten Familienkreis möglich zu machen, will die Bundesregierung im Dezember die Bevölkerung möglichst durchtesten. Gestartet wird am 5. und 6. Dezember mit den Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen und Kindergärten. Das sind etwa 200.000 Menschen. Nach dem Ende des Lockdowns sind dann am 7. und 8. Dezember 40.000 Beamtinnen und Beamten der Polizei dran, gefolgt von der Bevölkerung in Gemeinden mit besonders hoher Inzidenz. Und Richtung Weihnachten soll es dann eben breite Massentests in der Gesamtbevölkerung geben. Das Ganze soll im Jänner dann noch einmal wiederholt werden. Die Tests sollen auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. Ein konkretes Ziel für eine Beteiligung nennt die Regierung nicht. Nur so viel, je mehr, desto besser. Patrick Gruska und Saskia Fehnenboss berichten. Südtirol macht vor, was in zwei Wochen nun auch in Österreich stattfinden soll. Seit heute 8 Uhr in der Früh haben sich die Menschen vor Vereinshäusern und in Sporthallen angestellt, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Seinen eigenen Status kennen, um andere zu schützen. Damit das funktioniert, sind 1000 Helfer von Feuerwehr und Rettung im Einsatz, um die Tests zu koordinieren. Bereits nach 4 Stunden waren 43.000 Menschen getestet. Am 5. Dezember wird es dann in Österreich soweit sein. Den Start werden die Lehrerinnen und Lehrer machen. Danach folgen Polizistinnen und Polizisten und das Gesundheitspersonal. Die Tests sind gratis und freiwillig. Nach den ersten 7 Millionen Antigentests, die bereits angefordert worden sind, werden Millionen weitere folgen. Denn vor Weihnachten noch sollen alle Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit bekommen, sich testen zu lassen. Diese Massentests werden nicht nur einmal stattfinden, sondern sie werden wiederholt werden. Und klar ist, je mehr Menschen mitmachen, desto besser. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Infizierte werden wir finden, desto mehr Infektionsketten werden wir durchbrechen können und desto stärker werden wir das Infektionsgeschehen auch kontrollieren können. Im Jänner soll dann eine zweite Testrunde folgen. Organisiert werden die Massentests vom Bundesheer. Informationen von der Regierung zu den geplanten Massentests haben einige Bundesländer, wie zum Beispiel Kärnten, vorab keine bekommen. Ich habe sie so wie immer aus den Medien erfahren, was ich schon langsam als den falschen Weg bezeichne. Ich würde mir wünschen, dass wir bei so wichtigen Entscheidungen, die ja alle Österreicherinnen und Österreicher betreffen, gemeinsam Expertinnen und Experten, die Verantwortungsträgerinnen und Träger, sich zusammensetzen, Dinge erörtern und dann, was so wichtig ist, eine gemeinsame Strategie, ein gemeinsames Vorgehen erstellen. Auch in den ÖVP-geführten Bundesländern sieht man zu Mittag in einer Online-Pressekonferenz nach dem Treffen aller Gesundheitslandesräte noch viele offene Fragen. Wer kann diese Massentests durchführen? Das heißt, wer kann die Abstriche nehmen? Welches Personal hat die Kompetenz, diese Abstriche zu nehmen? Zumindest das ist mittlerweile geklärt. Die Tests werden nur von geschultem Gesundheitspersonal durchgeführt werden. Da es sich um Antigentests, also Schnelltests, handelt, sollen positiv Getestete ein zweites Mal getestet werden, um sicher zu gehen. Wenn es zu einem negativen Ergebnis kommt, dann darf das nicht zum Gefühl führen, dass man jetzt alles tun kann. Die Vorschriften, Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten, die Hygienemaßnahmen gelten weiterhin, denn eine Testung ist de facto nur eine gesicherte Aussage für den Tag der Testung. In Südtirol haben sich allein heute über 100.000 Menschen testen lassen. Das Ergebnis: 1,5% sind positiv. In unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Ulrich Elling, Molekularbiologe und Testexperte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lorenz-Dietelbacher. Herr Dr. Elling, in Österreich werden derzeit pro Tag etwa 30.000 Menschen an einem Tag getestet. Nun soll in ein paar Wochen die Möglichkeit bestehen, fast 9 Millionen Menschen innerhalb von ein paar Wochen zu testen. Kann das überhaupt klappen? Ich bin zuversichtlich. Es muss uns bewusst sein, dass das ein anderes Ziel hat, diese großen Massentests. Da geht es nicht um diagnostische Verfahren, wo wir uns sicher sein müssen, dass das Ergebnis in 100% der Fälle stimmt, sondern es geht darum, insgesamt so viel als möglich
an Trägern der Pandemie zu identifizieren und somit die Viruslast in der Bevölkerung insgesamt zu senken. Und damit sind die Anforderungen an den Test und auch der Aufwand wesentlich geringer. Ich bin zuversichtlich. Wissenschaftler der Uni Graz sind weniger zuversichtlich. Sie rechnen vor, dass man 4 bis 6 Monate brauchen würde, um die Bevölkerung durchzutesten. Erklärt sich diese Diskrepanz jetzt durch die, wie Sie sagen, es muss nicht so sicher sein, durch diese Tatsache? Also die Testverfahren, so wie sie in den diagnostischen Zentren ablaufen, sind wesentlich aufwendiger. Da wird RNA aufgereinigt und anschließend Tests gemacht. Die Tests, die wir jetzt anstreben, sind Antigen-Tests und die können vor Ort durchgeführt werden. Und im Prinzip proben wir die gesamte Bevölkerung, so wie wir das politisch tun, wenn ein Wahltag stattfindet. Da schaffen wir das auch und zusammen mit dem Bundesheer kann ich mir vorstellen, dass das klappen kann. Der Bundeskanzler sagt ja, diese Massentests sollen ermöglichen, dass man zumindest im engsten Kreis Weihnachten feiern kann. Nun finden diese Tests Anfang, Mitte Dezember statt. Weihnachten ist bekanntlich am 24. Dezember. Da ist also reichlich Zeit, sich noch anzustecken und das Virus eventuell wieder in die Familie hineinzutragen. Ist denn der Zeitpunkt überhaupt der richtige? Ich denke, es ist ein guter erster Schritt. Die ersten Pilotprojekte werden mit Pädagoginnen und Pädagogen tatsächlich schon sehr früh im Dezember starten. Aber die weiten Massentests sollen ja dann erst Mitte Dezember oder so starten. Wie gesagt, Ziel muss es sein, die Personenzahl, die infiziert ist, massiv zu reduzieren, indem wir die Personen, die das Virus gerade tragen und auch ansteckend sind, identifizieren und isolieren. Und dann kann es tatsächlich sein, dass so wie in der Slowakei die Zahlen deutlich runtergehen. Die Slowakei hat vorgemacht, dass tatsächlich ohne große Lockdown-Maßnahmen im Moment die Zahlen deutlich rückgängig sind. Die Hospitalisierungen gehen zurück und die sind auf einem sehr guten Weg. Und ich hoffe, dass wir das auch hinbekommen. Aber es ist eine Momentaufnahme und deswegen denke ich, kann es nur der erste Schritt sein und wir werden das sicherlich wiederholen müssen. Gerade was das Coronavirus anbelangt, hat man ja auch im Sommer gesehen, schleicht sich schnell einmal das Gefühl ein, es ist vorbei, ein trügerisches Gefühl. Was kann man denn tun, damit dieses Gefühl nicht wieder entsteht? Damit nicht, wenn sehr viele Menschen sagen, hoffentlich, ich bin negativ, dann zum Beispiel die Disziplin beim Maskentragen, bei der Handhygiene abnimmt und die Infektionszahlen dann wieder steigen? Ja, das ist wirklich schwierig. Ich denke, das ist eine sehr schwierige Kommunikationsaufgabe. Wir testen bei unserem Institut, also im Vienna BioCenter, seit Frühling unsere Institutsangestellten, 1900 Personen, zweimal die Woche. Und ich kenne das Gefühl, in dem Moment, wo man den Test bekommt, er ist negativ und er war immer negativ bei mir, schleicht sich der Gedanke ein, na, dann muss ich nicht aufpassen. Aber ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinbekommen, indem wir den Leuten vermitteln, dass es nicht darum geht, voraussehen, zu schauen, ob ich übermorgen positiv oder negativ sein werde, sondern wirklich nur die Personen herauszufischen, die gerade eben positiv sind, um damit die Ansteckungsketten zu brechen. Jetzt sollen ja diese Tests auf freiwilliger Basis stattfinden. Das wird ganz massiv betont. In der Slowakei ist das ein bisschen anders. Da ist es mit Quarantäne verbunden, wenn man sich weigert, diesen Test zu machen. Wie soll man aber in Österreich damit umgehen? Wenn zum Beispiel auch Mitglieder des Lehrpersonals oder auch andere sagen, nein, das kommt für mich nicht in Frage, dann mache ich nicht mit. Ja, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass es eine milde Motivation gibt, mehr wie nur Freiwilligkeit. Aber wenn Wahltag ist, gehen auch die meisten Österreicherinnen und Österreicher hin. Und diesmal wird es einfach unsere Aufgabe sein, selbst hinzugehen, den Nachbarn motivieren, hinzugehen, bitte nicht im gleichen Auto, und gemeinsam die Wahl anzunehmen. Dieses Mal können wir endlich selbst wählen. Wir haben uns seit Anfang des Jahres weggeduckt vor dem Virus und versteckt. Jetzt können wir es direkt angehen. Wir können es sichtbar machen durch Testungen und können direkt gegen das Virus kämpfen. Und so sehe ich das. Wir haben jetzt die Wahl. Zum ersten Mal haben wir die Wahl und ich möchte dieses Virus abwählen. Also lass uns wirklich gemeinsam testen gehen.
Massentests haben natürlich nur einen Sinn, wenn die Massen hingehen. Und genau da ist ein weiteres Problem verborgen, nämlich wie soll das logistisch gehen, wenn Massen wohin strömen, wo sie sich testen lassen und infektiöse Menschen, wohl positive Menschen unter diesen Massen sind. Ja, die Testungen werden wahrscheinlich im Freien stattfinden oder die Sammelpunkte. Die Details kenne ich selbst noch nicht. Die sind auch noch nicht alle bekannt gegeben. Die Informationen sind ja sehr überraschend kurz nach dem Ankündigen des Lockdowns rausgekommen. Ich glaube, dass wenn dort ähnlich wie in der Slowakei gute Sicherheitsmaßnahmen eingeführt werden, also Abstand, Maske und das Ganze außen, dann wird keine Gefahr für die Bevölkerung bestehen. Für Sie ist es also eine sinnvolle, eine effiziente Maßnahme, aber ist sie so sinnvoll und so effizient, dass Sie sagen, sie kann einen eventuellen dritten Lockdown verhindern? Ja, ich denke, wir müssen jetzt alle gegen den dritten Lockdown ankämpfen und der steht im Raum, wenn wir nichts tun wie testen. Und ich denke, eine Runde testen wird der erste Schritt sein. Wir werden sicherlich dann sehen, wie effizient diese erste Testrunde war und hoffentlich die Bevölkerung auch überzeugen, eine zweite und dritte Testrunde zu machen. Testen muss Teil des Alltags werden diesen Winter. Und wenn ich die Wahl habe, gehe ich lieber alle zwei Wochen testen, wie dass ich mich den ganzen Tag verstecke. Man kann das Virus abwählen, sagen Sie, Herr Dr. Elling. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Dankeschön. Das Interview mit Ulrich Elling haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet.